Und herzlich willkommen zurück zu unserer, ja, Mesecon-Controller, ja, zu unserem Desaster von Mesecon. Naja, Desaster nicht, aber wir haben noch ein bisschen was vor uns. Aber es sieht tatsächlich so aus, als wenn wir das sogar schon alles hätten, was wir gebraucht haben. Von daher war es sogar ganz gut, dass wir letztens diesen Gummibaum gefunden haben. Weil tatsächlich scheinen wir den zu brauchen jetzt gerade. Ganz cool. So. Das heißt, wir brauchen wofür war denn das jetzt nochmal? Genau, hierfür. Also, zum Schluss muss ich kochen, dafür muss ich das kochen, dafür muss ich das extra extrahieren. Und wie kann ich das extrahieren? Ölextrakt. Ach da. Low Voltage Extraktor, Mid Voltage Extraktor. Nein, bitte nicht. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, ne? Irgendwie sowas, so kleinen Geheimtipp irgendwie. Was gibt es denn noch so? Ah, okay, das klingt doch schon wesentlich angenehmer. Das klingt doch schon viel angenehmer. Davon haben wir zum Glück einige. Okay. Dann komm mal her. Ich mach da gleich mal. Ja, so ein paar. Keine Ahnung. Muss doch nicht. So. Keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Deswegen mache ich jetzt mal ein paar. So. Okay. Genau. Hier. Okay, die muss ich jetzt auch wieder kochen. Dann kommt ihr da rein. Achso, da hinten. Lol. Du da rein. Du da rein. Du da rein. So, habe ich schon mal Fiberglas. So, jetzt brauche ich noch Goldnugget. Habe ich einen? Nein, habe ich nicht. Aber ich kann sogar das hier direkt in Gold umwandeln. Nee, kann ich nicht. Okay, dann nicht. Ich bin doch am Arsch. Was soll ich denn überhaupt das scheiß Geld, wenn ich es eh nicht brauchen kann? Du bist so bekloppt, du bist doch eh. So, machen wir mal. Ja, komm, einer. Reicht aus. Das machen wir jetzt erstmal eh nicht. Zurück. So, damit haben wir schon mal unsere CPU. Denke ich. Ach, wir brauchen jetzt auch noch diesen Programmer. Okay, der geht auch ganz einfach. Das erste High-Level-Objekt. Schaut euch das an. Wir haben die CPU. Okay. Objekt Nummer 1 geschafft. Gut, wir brauchen auf jeden Fall weißen Farbstoff. Wir brauchen dunkelgrünen Farbstoff. Dann brauchen wir irgendwie hellgrünen Farbstoff, glaube ich. Genau. Grüner Farbstoff bekommen wir aus Kaktus. Den haben wir. Kaktus. Wir haben keinen Kaktus. Digga, was geht denn hier ab? Okay. So. Blauer Farbstoff. Hatten wir irgendwo roten Farbstoff hier bei uns? Ja, scheiß die Wand dann. Ich mache immer, ne, hier so ein paar Blumenbeete so auslegen. Geht ja mal geil, dass wir keine roten Blumen haben. Ich meine, was geht denn hier ab?
Falls ich gerade wer fragt, ich mache das Gras deswegen weg, damit sich die roten so ein bisschen ausbreiten können. Ich hoffe, es funktioniert. Ich habe auch gesagt, keine Ahnung. Weil ich weiß nicht, ob sie auch auf solchen Boden wachsen oder ob sie wirklich nur auf dem grünen Boden wachsen. Das weiß ich halt gerade nicht. So. Okay, grüner Farbstoff. Wir brauchen Kaktus. Wo kriegen wir jetzt hier am ehesten Kaktus her? Gott, Kaktus, Alter. Haben wir überhaupt schon mal Kaktus gesehen? Na, am ehesten wäre es vielleicht denn da hinten in der Wüste irgendwo, ne? Ich klaue mal kurz mein Boot und dann schwimmen wir mal kurz rüber. Ah ne, ist ja Holz. So, dann kommst du mal da runter. Du kommst nach da. So, dann gehen wir mal Richtung Wald. Gummiboot, mit diesem Gummiboot fahre ich hinaus. Denn dieses Gummiboot, ist aus Gummi oder so, keine Ahnung, hab ich da nicht. Sieht ja aus wie so ein Wissenschaftler oder was. So. Ja. Tschüss, Heimat, ich verlasse dich ungerne, aber ich muss mal kurz wohin. Ich brauche ein bisschen Kaktus. So, da hinten ist nur Grünzeug, da finde ich garantiert nichts. Ich muss eher so in die Richtung da hinten, da war richtig Wüste, soweit ich weiß. Genau, hier war nur dieses komische Grasgebüschel-Zeugs gedingst. Also nicht das, was ich brauche. Ja. Dass wir echt noch keinen Kaktus hatten, das ist ja unerhört. Na gut, andererseits, wir brauchen halt bisher auch keinen Kaktus, ne? Ist halt so. Da kannst du auch keinem was vormachen hier. Kaktus war bisher halt einfach nicht auf unserer Prioritätenliste. So, mal ein bisschen fertig ein bisschen hoch. Oh. Gucken, ob wir ein bisschen Kaktus finden. Wow. Das ist aber alles nur dieses Kackgras da überall. Haben wir überhaupt schon jemals Kaktus gesehen oder? Ist das jetzt gerade eher nur sowas wie so eine Wunschvorstellung, dass in der Wüste da hinten überhaupt Kaktus war? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir schwimmen einfach mal lang und dann gucken, wo wir da ankommen, ob wir da überhaupt irgendwo ankommen, wo Wüste ist. Und wenn ja, ob es da denn unsere lang erwähnte Kaktus gibt. So, da hinten sind Zwiebeln. Sehr lecker. Hallo, Schiff, was ist mit dir los? Oder vielmehr, Bötchen, Bötlein. Jetzt fahre ich wieder zurück. Okay, da geht es wieder eine Kurve nach rechts. Mal gucken, wo die dann geht. Jetzt seht ihr auch schon, was ich hier gerade mache, dem Fluss einfach zu folgen. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, aber wir werden es gleich herausfinden. Und selbst wenn es nicht schlau ist, kommen wir zumindest an Gebiete, wo wir vorher noch nicht waren. Also kannst du zumindest schon mal nicht verkehrt sein. Denke ich einfach mal. Aber sehr wüstenmäßig sieht es hier auch nicht aus. Ja, nicht. Oh, guck mal, da ist noch so ein Gummibaum. Das scheint vielleicht mehrere von zu geben. Interessant. Also, das mit diesen Booten muss echt mal effizienter programmiert werden. Das ist ja
Ist ja schlimm, ey, wie die hier so rumstockern und rum. Alter, Hilfe! Was ist hier los? Ich fliege gleich vom Boot, Alter, ist ja. Und jetzt? Achso, gibt es eine Richtung. Na gut, dann fangen wir die einfach mal. Zumindest kommen wir immer mehr in die Richtung, wo die Wüste war. Also, wir wären zwar zu Fuß wahrscheinlich schneller gewesen. Vor allem, weil das Boot die ganze Zeit rumstockert, wie so ein Club da. Das ist hier. Hallo, bitte, ich will lenken. Boah, hallo. Mami? Mami? Mama? 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 Ich lenke doch. Boah, hallo, hallo, halt. Geh zurück, halt, stopp. Was ist das? Nein, 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 halt, halt. Und jetzt volle Fahrt. Los, 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 fahr, 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 fahr. Also ich werde ein bisschen weiter runter vielleicht, ne? Vielleicht geht's dann so. Ah, schon besser. Ist war arm? Nee. Hä? Oh Gott. Oh Gott. Was geschieht hier gerade? Also, ne, wie gesagt, das mit den Booten, das ist halt eins der wenigen Sachen, die komplett Katastrophe sind. Wo komme ich jetzt gerade hin? Sieht dunkel aus. Also ich wollte nur zur Wüste. Ich weiß ja nicht, wo wir jetzt gerade hier hingehen, aber es sieht hier nicht aus, wie als wenn das ein Ort wäre, wo ich hin wollte. Ach du Scheiße, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lenken! Es sieht ja gar nichts mehr hier. Ich weiß doch gar nicht mehr, wo wir überhaupt sind, ey. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Das gibt's da ja. Das. Oh Gott. Oh komm, beweg dich, Mädel. Oh, ey. Ich krieg eine Krise. Ja, jetzt fahr. Bitte fahr einfach. Bitte, ich. Ich kriege gleich, ne? Also, das ist ja. Das ist echt nichts für Leute, die Herzprobleme haben. Das ist ja hier, das ist ja. Nicht die feine Art. Wo soll ich jetzt wieder nach links? Keine Ahnung, wo wir da hinkommen. Ich wollte eigentlich nach rechts. Mittlerweile weiß ich aber gar nicht mehr, wo wir überhaupt sind. Ah, hier sieht das interessant aus. Interessant ist ja. Okay, halt, stopp. Ich denke mal. Digga, ich hab doch ganz kurz nach rechts ge... Weg, weg, kein Bock mehr. So, hier sieht ja mal interessant aus. Ja, doch. Sehr schick. So, komm, wir gehen hier einfach mal an Land und, ich glaub mal, wir sind zu Fuß schneller. So, mal gucken, wo wir hinkommen. Wo wir ankommen. Ja, rote Blumen werde ich jetzt mal alle mitnehmen, weil, wie wir gesehen haben, werden wir davon öfters mal welche brauchen. Und bei uns sind eher so wenige. Ist gar keine. Ich wollte eigentlich dich mitnehmen. Siehst du, wie war es eigentlich mit diesem dunkelroten Stoff? Wir brauchen doch dieses dunkelrote Zeug. Nein. Für was kriegen wir? Okay, also mischen, ja. Aber gibt es das auch irgendwie von Blumen? Hä? Okay, gibt verschiedene Mischformeln. Interessant. Na gut. Ja. Ich dachte nämlich von diesen. Hier gibt es auch diese grünen Blumen, wisst ihr? Diese. So, hier haben wir die Wüste. Aber hier ist halt alles nur dieses scheiß Gras. Hier ist nirgendwo ein Kaktus. Ist doch kacke mit den Kaktussen. Könnte man nicht erzählen, Alter. Also wir müssen auf jeden Fall auch ein paar Kaktusse anpflanzen bei uns. Ach, da guckt man, da hinten ist sogar die Mine, wo wir abgebaut hatten letztens. Früher, ganz am Anfang, wo wir Sandstein gebraucht haben. Für das Dach irgendwie, keine Ahnung. So, klatschen wir mal kurz rüber.
So. Easy. Aber wie gesagt, hier gibt es halt nirgendwo Kaktus, soweit ich weiß. Kein Kaktus hat es auch gereicht. Das ist doch Kacke. Na gut. Müssen wir uns mal hier ein bisschen umschauen. Die Wüste geht ja noch ein bisschen weiter. Vielleicht kommen wir irgendwann mal in so einen Bereich, wo es auch Kaktusse gibt. Ach, mittlerweile brauchen wir wieder. Ach du Scheiße. Wieder nur noch 8 Dinger hier. Was ist denn hier los? Hallo? Ah, okay. Sieht schon besser aus. So. Ja, so viel zum Thema Kaktus. Nö, also ich würde mal sagen, eher nicht so gut. So, hier kommen wir im Bereich von weißem Sand. Weißer Sand, da gibt es glaube ich mehr Kaktusse als bei diesem roten Sand. Ist das da hinten? Ist das Sandstein? Ja, leck mich am Arsch. War wir noch nicht? Das ist so ein Dingsbums da. Das ist so, hier. Dingsbums da halt. Ne, wisst ihr schon, was ich meine? Pyramide. Wobei, sieht nicht aus wie eine Pyramide. Kaktus! Okay, ja klar. Ja, schön auf das Spiel. Ja, leck mich doch am Arsch. Wer hat das einzige Kaktus hier weit und breit? Ist hier ein Eingang? Hallo? Hier gibt es keinen Eingang. Wie verräterisch ist das denn? Gut, haben wir eine Axt dabei? Spitzhacke? Ja, haben wir. Sorry, aber du musst jetzt mal abbauen. Mal gucken, ob es hier irgendwie was. Was? Manchmal ist das Ding hier massiv gebaut oder was? Scheint ja fast so. Okay, dann halt nicht. So, da oben ist ein Kaktus. Der einzige Kaktus weit und breit, den es hier überhaupt irgendwo gibt. Oh mein Gott. Oh. Ich glaube, das Ding ist auch nicht massiv, kann das sein? Ach du Sch. Fick mein Leben! Oh, wie geil. Haben wir ein Schwert dabei? Ich hab kein Schwert dabei. Oh, wie geil ist das denn gerade? Sind das so Skelette? Nee, das sind ganz neue Viecher. Das sollen Zombies sein, kann das sein? Hier nicht, nee, Zombies, sondern hier, wie heißt denn das? Die Dinger mit dem Toilettenpapier um. Mumien. Fackeln. Haben wir Fackeln? Wir haben keine Fackeln dabei. Doch, haben wir. Jetzt immer noch oder? Okay. Was? Wow.
Also das Gefühl aushalten scheint ja nicht. Schick, eine Mesa-Axt. Spitzhacke. Und vor allem Mese an sich haben wir auch gerade bekommen. Das ist ja schon nice. Nicht schlecht. So, wo geht's hier lang? Achso, hier geht's einfach wieder raus. Ach, dann wäre das also der offizielle Eingang gewesen. Haha, lol. What? Bitte geht durch die Arme. Die scheinen aber auch sehr langsam zu sein. Na gut, wie echte Zombies halt, ne? Oh, ist das geil, Alter. Die haben richtig auch neue Steine. Wisst ihr was? Die Steine nehme ich mal mit. Vielleicht können wir daraus ja irgendwann mal noch was Schönes bauen. Aber witzig, Alter. Alle Kisten sind leer, außer halt in zwei. Ist schon nicht schlecht. So, mal gucken hier, wo noch ein bisschen Platz ist. Da kommst zum Beispiel du rein und du rein. Und ach du Scheiße! Die spawnen ja, obwohl es hell ist. Ist irgendwie ein Spawner drunter? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber möglich wäre es halt. Kein Spawner. Na gut, komm, wir gehen mal wieder. Dann würde ich mal sagen, versuchen wir mal in der nächsten Folge da oben rauf zu kommen. Ne? Und dann, ja. Aber geil, Alter, wir haben einfach so eine Pyramide gefunden. Cool. Ist ein bisschen klein, aber cool. Das auf jeden Fall. In dem Sinne, schau mit V.